Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit dem Drehstrom-Zwischenzähler DSZ-15D von Eltaco und zwar mit seinen einzelnen Modi. Es gibt den Modus T1 für Tarif 1. Dort wird die gesamte Arbeit gezählt in diesem Tarif. Es gibt den Modus RS1. Dort wird von Tarif 1 die Arbeit gezählt, die seit dem letzten Zurücksetzen verrichtet worden ist. Entsprechend gibt es auch Tarif 2 und die Abfragemöglichkeit für Tarif 2 seit dem letzten Zurücksetzen. Wie man das Zählen von Tarif 2 auslöst, werde ich gegen Ende des Videos erläutern. Weiterhin gibt es den Modus P für Leistung. Hier kann ich die Leistung über die einzelnen Außenleiter direkt anzeigen lassen und auch die Gesamtleistung anzeigen lassen. Ferner gibt es den Modus U. Hier wird die Spannung der Außenleiter gegenüber dem Neutralleiter angezeigt. Entsprechendes gilt für den Modus I. Schalte ich nun von Tarif 1 um auf RS1. Wir sehen, in Tarif 1 sind bisher 3,3 Kilowattstunden gezählt worden. So werde ich sehen, dass seit dem letzten Zurücksetzen im Tarif 1 0,03 Kilowattstunden gezählt worden sind. Drücke ich nun auf Select, so gehe ich in diesem Modus. Drücke ich die Select-Taste jetzt für 3 Sekunden, so ist dieser Wert auf 0 zurückgesetzt worden. Man kann also die absolute Arbeit Tarif 1 dauerhaft anzeigen und man kann eben zu bestimmten Zeitpunkten auch das Zählen zurücksetzen. Das gleiche gilt natürlich für Tarif 2. Hier ist bisher nichts gezählt worden, entsprechend auch an dieser Anzeige natürlich nichts. Gehe ich nun mit Mode auf die Leistung und wähle diesen Modus mit Select an, so kann ich jetzt mit der Mode-Taste von L1 auf L2 auf L3, wir sehen das hier an dem Balken, umschalten. Derzeit ist nichts angeschlossen, deswegen gibt es auch keine Leistung. Und auch die Gesamtleistung würde angezeigt, wenn denn nun eine vorhanden wäre. Mit Select komme ich aus diesem Modus wieder raus. Er springt direkt in den Spannungsmodus. Hier muss ich nun wieder mit Select tatsächlich in den Modus gehen. Ich sehe 236,44 Volt gegenüber dem Neutralleiter. Mit Mode schalte ich jetzt um. 239,53 Volt gegenüber dem Neutralleiter. Mode. L3 hat 238,9 Volt gegenüber dem Neutralleiter. Eine Gesamtspannung gibt es hier natürlich nicht. Mit Select komme ich aus dem Modus raus. Es geht in den Strommodus. Wähle ich den nun an. So kann ich mich wieder über Mode durch die einzelnen Außenleiterströme hangeln. Man sieht das ja hier an dem Balken. Es fließt im Moment kein Strom, deshalb ist immer die 0 gegeben. Mode und mit Select komme ich aus dem Modus wieder raus. Wir sehen jetzt die Anzeige von Tarif 1, in die der Zähler auch automatisch immer wieder zurückspringt, wenn er über einen längeren Zeitraum nicht betätigt wird. Im Folgenden werde ich nun erläutern, wie man es schafft, dass die Arbeit, die über den Zähler abgenommen wird, auf Tarif 2 gezählt wird und nicht auf Tarif 1. Die Umschaltung von Tarif 1 auf Tarif 2 erfolgt dadurch, dass 230 Volt auf diese beiden Klemmen E1 und E2 gegeben werden. So habe ich es beim Hersteller abgefragt, denn ich persönlich finde die Anleitung an dieser Stelle recht schwach. Daraus ist mir nicht hundertprozentig klar geworden, wie ich hier vorzugehen habe. Also es ist so, laut Hersteller E-Mail, ein Außenleiter auf E1, der Neutralleiter auf E2, ist das der Fall. So wird auf Tarif 2 gezählt, ist hier keine Spannung vorhanden, so wird auf Tarif 1 gezählt. Hinsichtlich der Schnittstelle S0, die Zählimpulse ausgibt, berichtet mir der Hersteller, ich schaue jetzt einmal in meine E-Mail, die ich dazu bekommen habe, wir übergeben die ausgezählten S0-Daten an unseren N-Ocean-Funk. Hierzu können die Typen FSS12 oder
F3, Z1, 4D verwendet werden. Für beide sind zusätzliche Geräte notwendig. Ich gehe daher davon aus, dass das ein geschlossenes System ist von Eltaco, bei dem man eben nicht mit anderen Herstellern kompatible Zähler anschließen kann. Man ist also da auf Eltaco angewiesen und muss auch noch einen sogenannten N-Ocean-Funknetzwerk betreiben. Das halte ich nicht für besonders kundenfreundlich, ehrlich gesagt. Da sind sicherlich auch andere Lösungen denkbar, denn es wäre ja schon schön, wenn hier ein Funkmodul neben den Drehstromzähler gesetzt werden könnte, mit dessen Hilfe man dann zum Beispiel über eine App die Daten abfragt. Ja, soweit zu der Menüführung des Eltaco DSZ15D. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.